So, Camperfreaks, das ist MKK Reisemobile hier in Gelnhausen. Da fahren wir jetzt rein, und zwar genau hier rein. Und ja, heute gibt es die Schlappen. Juni kriegt seine Schlappen heute. Und ja, deswegen fahren wir heute hier rein. Und ja, wir freuen uns sehr darauf. Aber ich glaube, wir müssen es hier anwenden oder vorne. Müssen wir jetzt mal schauen. So, da kommt Günni hier bei MKK Reisemobile. Noch mit den alten Schlappen, wie ihr seht. Da vorne geht es jetzt hin in die Werkstatt, um die neuen Schlappen zu kriegen. Ja, das ist wie wenn ich neue Schuhe kaufe. So, da haben wir auch unsere Delta-Reifen. Vier Stück an der Zahl. Ja, Delta ist auch Offroad Company. Und da steht Günni hier bei MKK Reisemobile, da fährt er jetzt gleich rein und dann wieder hochgebockt, wieder eine hier rechts. Sieht gut aus. So, und hier steht Günni, da sind die Reifen, ist hochgebockt. Gleich kommen die Reifen drauf. Das sind die Loader-Reifen. Und ja, gleich kommt es. Ist der Meister? Da findet er was rum, keine Ahnung, was genau. Das haben wir ja gleich mal fragen. Ich glaube, die Achsen muss er richtig einstellen, damit er die Reifen dann auch dann richtig justieren kann. So, und hier wird nochmal das hintere rechte, das filme ich jetzt mal mit bis zum Schluss. Abgenommen, das alte. Das nehmen wir so. Und so geht das besser. Ich nehme das jetzt runter. Die alte MAN-Felge. Und die wird dann noch beschriftet. Hinten rechts. Und dann kommt die letzte Loder-Felge rein. Loder-Reifen mit Felge. So, jetzt haben wir es. Schon aufgebockt hat er ihn da unten schon. Da sieht man es. Das wird hinten gemacht. Und jetzt wird die Felge angebracht. Beziehungsweise der Reifen. Und ja, nur noch festgeschraubt und fertig ist der Lack. Ja, cool. Sehr schön. Der muss jetzt aufgezogen werden. Das ist der Schlüssel, wie heißt der Schlüssel? Drehmomentschlüssel. Drehmomentschlüssel, genau. Stimmt ja. Okay, du musst nochmal aufgezogen. Sonst haben wir ein Thema. Okay. Ja, sieht doch gut aus. So, wir sind jetzt fertig. Die Felgen, die Reifen sind drauf. Loder-Reifen, Delta-Felgen, 18 Zoll. Hier haben wir noch eine Lippe dazu bekommen. Die muss sein hier in Deutschland, sonst gibt es Ärger mit dem TÜV. TÜV hat er das auch schon abgenommen, die Reifen. Und wir müssen nur noch zur Zulassung stellen. Das machen wir jetzt gleich. Ich hoffe, das klappt noch vor unserem Griechenland-Urlaub. Müsste aber klappen. Also ich bin sehr, sehr glücklich. Tanja hat es auch noch mal bestätigt, dass wir mit den Reifen viel geileren Grip haben. Also ich natürlich am Lenkrad, sie aber auch am Popometer. Also es fährt sich viel, viel smoother, das Fahrzeug. Es ist ein Top-Auto, aber mit den Reifen ist es wirklich ein einsamer Traum.